Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich wollte euch einen Mock von mir vorstellen. Und zwar geht es um diesen kleinen Panda-Bären. Hintergrund ist, dass bei uns im Kaufland, nee, Quatsch, im Edeka, diese kleinen Dinger von Nanoblocks verkauft werden. Der Panda hier kostet, ich glaube, 13 Euro. Besteht aus 159 Teilen. Link von Link Steinekiste hat zu einem ähnlichen System, ich weiß nicht, ob es Nanoblocks war oder irgendwas anderes, ein Video gemacht. Die Dinger sind echt penetrant zusammenzubauen. Das ist so eine Mischung aus Plates und Bricks. Die Dinger sind hoch wie ein Plate, aber nur halb so breit. Und hinten sind die, das kann man bei dem Licht hier schlecht sehen. Also, wir haben unten keine Röhren, sondern so Streifen, um das festzuhalten. Und das sorgt dafür, dass die Klemmkraft überschaubar ist. Jedenfalls, den habe ich mir geholt und den wollte ich in groß nachbauen. Dadurch, dass die Dinger nicht gleich groß sind, musste man ein bisschen was verändern, musste ein bisschen dran gucken, dass man das auf Lego umbauen kann. Und das ist, was rausgekommen ist. Ein Panda-Bär aus Lego-Steinen. Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich werde das Ding bei Bricklink hochladen, inklusive einer Anleitung. Und wem es gefällt, der kann sich das mal anschauen und vielleicht auch nachbauen. Es sind jetzt keine aufregenden Teile drin. Das sind alles Plates und Bricks zusammengebaut. Ja, das Ding sieht ein bisschen verlebt aus, weil meine Steine sind zum Teil halt auch schon 30 Jahre alt. Ja, schreibt mir doch in den Kommentaren, was haltet ihr von dem Panda-Bär? Und dann werden wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen, denke ich. Bis dann.